Es herrscht eitel Sonnenschein momentan an der Wall Street in New York. Erstmals hat der Dow Jones die Marke von 15.100 Punkten geknackt. Seit Monaten schon ist der US-Leitindex im Aufwind. Seit Jahresbeginn hat der Dow um mehr als 10% zugelegt. Ein ähnliches Bild gibt auch der S&P 500 ab. Grund für die Euphorie ist laut Experten die expansive Geldpolitik der US-Notenbank. Der Leitzins ist seit Jahren auf Niedrigniveau. Darüber hinaus pumpt die Fed kräftig Geld in den Markt. Monat für Monat gibt sie 85 Milliarden Dollar für Anleihen aus. Ein Ende ist noch nicht abzusehen. Ganz im Gegenteil. Notenbankchef Ben Bernanke kann sich sogar vorstellen, die Kaufprogramme noch einmal auszuweiten. Zumindest hieß es in der Sitzung der vergangenen Woche, die Fed werde sich am Ausblick für den Arbeitsmarkt und die Inflation orientieren. Sprich, eine Ausweitung ist möglich, aber auch eine Reduzierung. Viel hängt dabei am Arbeitsmarkt. Die Fed hat ihre Politik eng an die Entwicklung der Arbeitslosenquote gekoppelt. Ziel ist es, die Marke von 6,5% zu unterschreiten. Aktuell liegt die Quote bei 7,5%. Die jüngsten Daten vom Arbeitsmarkt waren durchaus erfreulich. Allerdings gibt es in den USA weiter Belastungsfaktoren. Die US-Notenbank macht sich Sorgen wegen der automatischen Ausgabenkürzungen. Die bremsen laut Fed die Wirtschaft aus. Die Notenbank sieht derzeit nur ein moderates Wachstum und damit wenig Grund, die expansive Geldpolitik zu beenden. Den US-Börsen haben die Maßnahmen der Fed jedenfalls gut getan. Die Rekorde des Dow Jones sorgen derzeit für eitel Sonnenschein an der Wall Street.